No, witam wszystkich. Na początek chciałem powiedzieć, że tak nie jestem za bardzo przygotowany w temacie tutaj. Zu Anfang möchte ich sagen, ich habe mich nicht allzu sehr vorbereitet auf dieses Thema heute. Ponieważ wymyśliłem sobie nazwę tego tematu dwa tygodnie temu. Weil ich die Bezeichnung für den Namen für diese Auftritt mir zwei Wochen vorher überlegt habe. Ale oprócz tej nazwy tego tematu nic więcej w sumie nie zrobiłem nawet w tym kierunku. Und außerdem, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich eigentlich in dieser Richtung nichts unternommen. Generalnie dla mnie zwycięstwo, tak zwane mojej prywatnej, o czym tu gadamy, o moralności. Für mich ist eigentlich das wichtigste Sieg sozusagen darüber, wofür reden die Moral. To jest to, że mogę tutaj teraz przed wami w ogóle cokolwiek powiedzieć. Dass ich jetzt vor euch irgendwas überhaupt erzählen kann. Dlatego, że na przykład z 15 lat temu myślę, że to by było niemożliwe. Weil ich denke, etwa 50 Jahre früher wäre das noch unmöglich gewesen. Ja tak spróbuję powiedzieć bardziej, bo tutaj było dużo dzisiaj mądrych słów. Ich will hier nur was erzählen, es waren sehr viele kluge Worte, die gesprochen worden sind. Spróbuję bardziej nawiązać do właśnie mojego prywatnego życia i do tej moralności, która jest we mnie. Und ich werde deswegen eher etwas über mein eigenes Leben sprechen und über die Moral, die ich da lebe, sozusagen. Generalnie dla mnie jest strażnicą moralności. Eigentlich ist die Grenze der Moral. Powinna być rodzina, pełna rodzina. Sollte die Familie sein. Rodzina, która z pokolenia na pokolenie przekazuje jakieś prawdy, jakiś szacunek, rzeczy, które się przekazuje po prostu innym osobom. Und zwar soll innerhalb der Familie von einer Generation auf die andere, also die Moral weitervererbt werden und das weitergereicht werden. Akurat w mojej rodzinie tego nie było. In meiner Familie ausgerechnet ist das nicht passiert. Ponieważ mój ojciec, jak miałem 3 miesiące, weil mein Vater, als ich noch klein war, 3 Monate, rozwalił się na motorze, ne? Zginął. Ist er umgekommen. I później wiadomo, że moje życie wyglądało tak, że po prostu byłem generalnie, no nie miałem tej pełnej rodziny, nie miałem jakby, robiłem co chciałem na tej zasadzie. Und deswegen hatte ich eben keine vollständige Familie und es fehlt mir was und ich habe mit einem Wort gemacht, was ich wollte. Ta moralność była w takiej próżni, jakby, nie? Das heißt, die Moral war in einem Vakuum sozusagen. W końcu, no już tam się stałem, tak powiedzmy, w miarę dorosły. Und als ich dann später erwachsener wurde, zacząłem robić wszystko to, czego się nie powinien. Habe ich alles gemacht, was man eigentlich nie machen sollte. Czyli zacząłem handlować narkotykami. Das heißt, ich habe angefangen mit Drogen zu handeln. Miałem też styczność z handlem bronią. Ich habe auch mit Waffen gehandelt. Generalnie sam chodziłem z bronią. Das heißt, ich bin auch selber mit einer Waffe durch die Gegend gelaufen. I dlatego dzisiaj jestem z siebie dumny. Und deswegen bin ich heute stolz auf mich. Ponieważ tak jak na to patrzysz, chodzisz w różne miejsca. Dass ich in verschiedene Orte gekommen bin. I wyciągnąć tą broń też w celu życia. Und dass ich diese Waffe habe ziehen müssen, um ale, mein Leben zu retten. Ale zawsze coś było takiego, nie wiem, w powietrzu. Aber es war immer irgendwas sozusagen in der Luft. Co nade mną czuwało, nie wiem, czy to był Bóg, czy co to. Ich weiß nicht, was das war, ob es Gott war. W każdym razie jestem tutaj i rozmawiamy. Das heißt, ich bin auf jeden Fall hier und wir reden miteinander. Cały czas gram w tym zespole. Spiele die ganze Zeit in unserer Gruppe. Tak jak wspomniał Paweł, mamy na koncie 15 płyt plus, nie liczę tych solowych naszych. Zusammen mit Paweł sind wir zu Anfang schon mit dabei. Wir haben also 15 Platten gemacht und andere Sachen nicht mitgerechnet. Mam córkę, która w lipcu skończy 4 lata. Ich habe eine Tochter, die im Juli 4 Jahre alt wird. I generalnie dla mnie osobiście. Und für mich generell gesehen persönlich. To jest, jakby to powiedzieć, może nie wiem. To jest dla mnie takie moje zwycięstwo tej mojej prywatnej moralności po prostu. Das ist sozusagen der Sieg meiner privaten Moral. I generalnie wydaje mi się, że można wymyślać dużo mądrych słów i można owijać. Czy można generalnie o tej moralności gadać na bardzo mądry sposób, nie?
Und ich denke, dass man insgesamt natürlich viele Worte darum machen kann und viele kluge Sachen darüber reden kann. Tak naprawdę wydaje mi się, że temat jest prosty, nie? Aber ich denke, eigentlich ist das ein einfaches Thema. Generalnie wydaje mi się, że to po prostu wszystko powinno być przekazywane. Also ich denke, dass alles vermittelt werden muss. Powinno być przekazywane w rodzinie po prostu. Das heißt, in der Familie weitervermittelt werden. Każdy wiadomo, że człowiek jest osobą rozumną, czyli się uczy na błędach. Weil jeder Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist, an Fehlern lernt. Później, kiedy już się tam w miarę ogarnie, ma swoje dzieci, ma pole do popisu, żeby przekazać tym dzieciom. Und dann, wenn er schon eine eigene Familie hat, eigene Kinder, hat er eben ein Feld, wo er sich zeigen kann, bewähren kann. Żeby ta moralność i tak dalej. Damit die Moral und so weiter. Nie była jakimś, nie wiem, jakimś zbiorem pustych słów, zapisanym gdzieś na papier. Nicht nur eine Sammlung leerer Worte sind, die irgendwo auf dem Papier geschrieben sind. Faktem po prostu, sondern eine Tatsache sind. Ich glaube, Owen. Danke. Ich hatte das Vergnügen, mit dem Kollegen draußen Parade zu brechen. Englisch, Italienisch, Deutsch ist nicht möglich. Und ich habe etwas gelernt, dass er auf eine andere Weise einen Kampf erlebt hat und Folgen erlebt hat, die ich in einem anderen Gebiet auch hatte. Man kann es umschreiben, was erfährt man, widerfährt einem, wenn man ein freies Radikal ist. Man erfährt Widerstand, aber auch wie ein Atom, das sich bewegt, Reibung. Und da, wo Reibung ist, Beschleunigung, entsteht Wärme. Und Reibung heißt, man stößt an seine Grenzen, an die anderen, an Widerstände, an alte Mächte. Und ich habe das erlebt in der Auseinandersetzung, die in den Bildern meiner Beiträge kommen, für einen Kampf für Mieterrechte. Also ich bin Bürgerrechtsaktivist und habe da die volle Härte erlebt, wenn ein 2-Milliarden-Konzern einen als Gegner ausmacht. Und dennoch ist mein Resümee, obwohl ich alles verloren habe, es ist wichtig, ein freies Radikal zu sein und sich zu bewegen, trotz der Schmerzen, man spürt sich. Ich muss jetzt nochmal überlegen, was ich jetzt genau sagen würde. Weil ich habe, glaube ich, nämlich schon alles gesagt. Aber was mich interessiert hat, ist diese Sache mit der Zeitreise. Und ich denke, dass wohl jeder von uns sein eigenes Mittel zur Zeitreise. Dlatego, że wspomnieniami przenosi się w przeszłość. Weil in den Erinnerungen die Vergangenheit transportiert wird. A marzeniami przenosi się w przyszłość. Und in den Träumen die Zukunft. I to jest dla mnie taki, powiedzmy, wehikuł. Ja wracałem do moralności jeszcze, akurat w naszej muzyce. Und das ist eben so eine Art und Weise, aber jetzt, um das, auf das Thema Moral zurückzukommen. To generalnie zawsze w Polsce, gdziekolwiek mieliśmy podwórkę, nie? Das muss man sagen, das in Polen geht das immer zurück, aber. Tak jak już Paweł wspomniał, po prostu ludzie odbierali ten zespół na zasadzie tak zwanej powierzchowności. Czy nigdy. Das heißt, wie Paweł schon gesagt hat, dass unsere Gruppe von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde auf Äußerlichkeiten hin. Wystarczyło usłyszeć tylko, po prostu słyszeli kurwa, kurwa, chuj. Es hat ihnen einfach gereicht, nutte, nutte, Schwanz zu hören. Ale nie słyszeli, słyszeli tylko ten fragment, który miał może 5 sekund. Sie haben nur das Fragment gehört, was eben 5 Sekunden lang gedauert hat. Ale nie słyszeli następnych 4 minut. Aber haben nicht das gehört, was sie in 4 Minuten gesungen haben. Utworu, który generalnie w tekście przekazywał jakieś naprawdę pozytywne, czy pozytywną energię, czy jakieś wartości. Das war ein Text, der eben eine sehr positive Energie überliefert hat, das heißt sehr gute Ideen vermittelt. To jest tak zwana zakłamana moralność.
Und das ist eben diese verlogene Moral. Das alles. Moral ist natürlich eine gesellschaftliche Kategorie. Interessiert mich nicht mehr. Sondern er hat etwas Wichtiges gesagt. Träume. Wenn wir unseren Träumen näher kommen, kommen wir nicht nur unserer Vergangenheit und der Bewältigung des Alltags näher. Wenn wir Methoden haben, können wir jetzt schon uns entwickeln und nicht 20 Jahre warten. Aber es ist wichtig, diese Idee der Zeitreise aufzunehmen und auch daran zu arbeiten, sie umzusetzen. Ich arbeite in Frankfurt mit Freunden daran, über den Begriff der Social Training, jetzt daran, die eigenen Träume erkennen, zu erfahren und vielleicht auch zu erkennen, dass es kollektive Träume gibt, weil es auch kollektive Einflüsse gibt. Das ist eine dieser Dimensionen der kulturellen Arbeit, die aus einer sozialen Bewegung in eine über eine soziale Choreografie, so wie ich das in dieser Siedlung gemacht habe und in anderen Stationen meines politischen und sozialen Lebens, sodass ich jetzt denke, soziale Choreografie, Social Dreaming ist das, wovon ich jetzt meine Energie ziehe. Und wir werden dazu kommen, das auch vielleicht hier in Düsseldorf zu praktizieren, um es weiter Kreise ziehen zu lassen. Ziemna Wódka.